jedes Mal wieder ein neues Video. Und ich bin leider etwas unter Zeitdruck und wollte aber noch schnell ein Video hochladen. Musst du die Zahlen wissen? Ich fahre heute Abend auf Skifreizeit und bin nächsten Samstag abends wieder da. Deswegen bin ich auch noch nicht dazu gekommen, da ich schon wieder packen musste. Ist im Moment sehr viel Stress. Bin ich nicht dazu gekommen, alle Nachrichten zu beantworten. Aber keine Angst, ich beantworte sie noch, also das auf jeden Fall. Und dann werde ich auch, dann werde ich auch wieder, danach werde ich auf jeden Fall auch wieder Zeit haben, alle eure Wünsche und so, auf alle eure Wünsche einzugehen. Deswegen dachte ich mir, mache ich jetzt mal hier so ein kleines Video mit ein paar Tipps, die ich so zusammengesucht habe. Ja, da fange ich erstmal bei den Lippen an. Hier ist eine Zahnbürste. Damit eure Lippen gut durchblutet werden, könnt ihr eure Lippen mit der Zahnbürste, also wie macht man das, so massieren. Dadurch wird die Durchblutung bei den Lippen angeregt. Eure Lippen werden automatisch ein bisschen röter, so wie ja bei den Wangen auch, wenn ihr rot werdet. Ist ja auch Blut. Genau das gleiche passiert auch bei den Lippen, dass sie ein bisschen röter werden und es kommt auch ganz drauf an, manchmal auch ein bisschen voller, aber das ist ganz gut für die Lippen. Ja, das mache ich immer, bevor ich meine Lippen schminke. Nennt man das so? Ich weiß es gar nicht. Meine Stimme ist ein bisschen am Arsch, weil ich ein bisschen Husten habe. Und das ist alles vor allen Dingen sehr schön, weil ich dann morgen Ski fahren soll. Ich meine Snowboard, aber egal. Kein Ski. Trotzdem, ich liege trotzdem auf die Fresse. Ich werde euch danach berichten, ob ich mir irgendwas gebrochen habe. Und dann habe ich hier noch für die Lippen dieses Volume Up, das kennt ihr wahrscheinlich schon, von Essence. Das habe ich auch schon eine halbe Ewigkeit, diesen Lippen. Ich finde es irgendwie schon lustig. Ich habe es kaum benutzt, aber es ist halt dieser Gloss hier. Es gibt halt so ein Kribbeln und so. Das tut die Lippen ganz schön aufpolstern. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Das weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt... Also es erzielt schon eine Wirkung. Wenn ihr es mal ausprobieren wollt, könnt ihr es ja mal machen. So, dann habe ich hier so ein schönes Tuch gefunden. So ein altes Tuch. Hat mir meine Oma getragen. Und ich dachte mir, damit kann man ganz viele schöne Sachen machen. Scheiße. Ich habe es etwas festgesteckt mit Nadeln, deswegen ist es jetzt ein bisschen unordentlich. Ach, genauso. Einfach mal anziehen. Und ich finde es eigentlich ganz schön. Ich stehe mal auf. So. Ich meine, es sieht schon ganz schick aus. Ihr zieht einfach ein weißes Top an. Und dann das drüber. Das gibt euch ein bisschen Farbe. Und gestern hatte ich es an. Jetzt passt es halt nicht so zu meinem Outfit heute. Ja. Dann habe ich noch, das hat jetzt eher was mit Schmuck zu tun. Hier. So ein Schmuckteil. Das habe ich selbst gemacht. Und wenn ihr irgendwann mal interessiert seid, Schmuck selbst zu machen oder sowas, fragt doch mal eure Freundin, ob sie vielleicht auch Lust hat. Und dann tut ihr einfach im Internet eine Goldschmiede in eurer Nähe suchen. Das macht wirklich Spaß, so einen Wochenendkurs oder in den Ferien oder sowas. Und dann könnt ihr einfach eure Schmuckteile selbst machen. Also mit Goldschmiede. Ihr arbeitet halt mit Metall, könnt euch zum Beispiel einen Anhänger machen. Oder ich weiß nicht, ich hatte auch schon einen Ring gemacht. Zwei Ringe hatte ich auch schon gemacht. Und das ist ganz nett. Wenn ihr mal Lust habt, irgendwie sowas zu machen, macht auch Spaß. Ja, und dann hatte ich noch was. Ich bin ja in der Schule in Modedesign und dann wollte ich euch fragen, was ihr so von meiner Idee haltet. Ich muss nämlich ein Kleid nähen und ich habe noch nie genäht mit einer Nähmaschine. Also wartet einfach mal ab. Wenn es fertig ist, zeige ich euch dann. Also, was haltet ihr davon, wenn es hier eng ist, hier auch eng, und es nur ein Ärmel gibt, auf der Seite, denke ich mal, nur ein Ärmel und hier ist es ärmelfrei. Es geht so leicht, also so leicht schräg runter und das hier ist schwarz. Es ist schön eng, also richtig hauteng. Und, Entschuldigung, aber meine Stimme ist immer sowas von am Arsch. Tut mir leid und ich bin total aufgeregt in der Skifahrzeit. Deswegen bin ich etwas durch den Wind. Hier eng und unser Thema ist halt schwarz-weiß und elegant. Deswegen ist es hier oben schwarz. Dann gibt es hier ein weißes Band. Ungefähr hier, ein weißes Band. Entschuldigung, ich
war eben gerade weg. Weißes Band. Und hier Tüll, dann unten noch eine Schicht Tüll, noch eine Schicht Tüll und noch eine Schicht Tüll, also ungefähr bis hier hin. Also es sind so mehrere Schichten. Und auf das, dieser Tüll ist weiß und oben drüber kommt dann so ein Spitzenmuster drauf, ein schwarzes. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber vielleicht könnt ihr ja mal dazu schreiben, was ihr so ein bisschen denkt von der Form oder sowas. Ob ihr denkt, ob ich sowas überhaupt schaffe, ich weiß es nicht. Da wollte ich sagen, tut mir wirklich leid, aber ich bin extremst im Zeitdruck. Und, Entschuldigung, eben gerade die Geräusche. Im Zeitdruck und deswegen, ja. Aber danach werde ich wieder ganz schöne Videos hochladen und auch das Smokey Eyes Video, was ich dann wahrscheinlich fertig geschnitten habe. So, dann wünsche ich euch die Woche viel Spaß mit dem Schnee hier. Ich werde auch ein bisschen viel Schnee haben. Und danach antworte ich auf alles wirklich. Und es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Aber das hat sich in letzter Zeit alles so, die Termine sind alle so ein bisschen blöd aneinandergereiht. Deswegen, ja, viel Spaß dann die Woche und ich freue mich schon, wenn ich danach die anderen Videos dann wieder hochlade.